Hier ist die Ausbildung des Giebels zu sehen, der dann übergeht runter in die Terrasse. Auch hier wurden wieder die Sila-Kompressionsschrauben benutzt, 35 cm lang mit 7 cm Feder. Und die ziehst du an, Drehmoment drauf, fertig. Und egal wie sich das Holz bewegt, die Feder gleicht dir aus. Viel Arbeit. Die müssen heute entweder um 4 Uhr angefangen haben. Es ist unverständlich, was sie geschafft haben. Also ich ziehe meinen absoluten Hut. Das ist die vom technischen Zeichner und Ingenieur gezeichnete Trägerplattform, die durchgeht bis auf die andere Seite vom Haus. Um die 20 Grad Dachneigung in der Stabilität zu unterstützen. Daran wurde auch der Giebelbalken hier befestigt, der rausgeht zur Terrasse. Die müssen verdammt zeitig aufgestanden sein. Bei uns ist der Dachstuhl zu 95% fertig. Sie haben mir heute auch erklärt, dass ich nicht in der Zwischendecke die Elektrik verlegen muss, weil die quasi von außen das Dach fertig decken mit dem Dachbelag. Dann isolieren sie von innen im Trocknen und haben nur noch ab und zu einen Balken, den sie reinschrauben, damit die Isolierung nicht durchfällt und auf den Fußboden fällt. Aber dann den endgültige Zimmerdecke, die verlege ich dann. Egal ob Holz oder es gibt diese Kunststoffeinzugsdecken, das kann ich dann entscheiden. Grundsätzlich kann man jetzt sagen, wird hier nur an diesen Deckenbalken ab und zu nach jedem halben Meter mal ein Brett geschraubt und die Dämmung dann reingelegt. Aber ich bekomme keine fertige Decke, weil die wollen nach Hause und es gibt noch andere Projekte. Ist ja logisch, ich kann ja die Decke so gestalten, wie ich will. Und der Elektriker kann auch sehr schön zwischen der Dämmung und den ganzen Balken seine Kabel verlegen und am Ende sieht man nichts von den Stromleitungen, was mir wichtig ist. Himmel super, Wetter super, aber kalt. Jetzt ist auch die Nordseite schon fertig am Haus. War gestern um 18 Uhr nicht fertig. Entweder hatten sie noch eine Stunde länger gemacht, was ich auch nicht glaube, weil es geregnet hatte. Aber jetzt ist auch die Seite schon erledigt. Jetzt arbeiten sie nur noch vorne an der Terrasse. Den Giebel für die Terrasse ausarbeiten. Das ist der große Giebel. Laut Zeichnung 5,30 Meter hoch. Häckseln ist fast fertig, nur noch auf der rechten Seite fehlt was. Hier ist der kleine Häckseltraktor mit Kardanwellenantrieb. Und hier liegt noch einiges herum.
Ja, bei Remus Haus geht's voran. Der Pappe liegt unten drunter. Die Balken sind mit Altöl gestrichen und die ersten halben und ganzen Lagen sind jetzt auch verlegt. Klammern eingebracht. Edo Story, der Grund. Story da. Jetzt können die Niagara-Fälle kommen hier. Der Entwässerungsgraben ist jetzt soweit gestriegelt und gekehrt. Wirklich fertig gemacht. Und vorne haben sie jetzt mal die ersten 10 Meter Folie verlegt, Geotextil verlegt und die Matten ausgebreitet, wo dann später der Kies reinkommt. Jetzt werden die Führungen für die Rolltore installiert. Bolzen im Beton eingeklopft und reingeklebt und dann verschraubt. Es ist ungemütlich, 0 Grad, aber sie sind alle am Schaffen. Nach einem gefühlten Sommergewitter, wo es Oktober ist. Alle haben sich in die Hütten geflüchtet. Knallt jetzt die Sonne raus mit Regenbogen. So, die Jungs wollen jetzt unbedingt das Dach zumachen. So, heute hat sich hier ganz viel getan. Am Samstag, den 23. Oktober,
Mannschaft hat schon zusammengekehrt und geräumt, das innere Gerüst teilweise nach außen verräumt. Stehen wir in der Küche und sehen die Wohnstube. Alles offene Decken. Der Blick raus nach Osten. Terrasse. So, die Baustelle. Samstag, der 23. Oktober. Heute mal wieder ein Kran da. Wir stehen hier im Remo sein Haus. Naja, so anderthalb, zwei Lagen kann man sagen, sind jetzt fertig. Und jetzt sind sie natürlich am Bohren. Für die Steckdosen, Lichtschalter und alles Mögliche. Wir sind schon erst. Das ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Geklammert. Heute mal wieder schönes Wetter. Das Gehäckselte wird alles auf einen Haufen gestapelt, aufgesammelt und kommt auf diesen großen Stapel zurzeit. Was für uns sehr gut ist, weil wenn wir jetzt das Haus auskehren, was ja auch 15 Meter voll hoch mit Spänen voll liegt, können wir das raustransportieren und in Säcken dahin schütten. Die Späne, die im Haus liegen, von den ganzen Kettensägen, Handarbeit. Grundsätzlich wurde immer angesprochen, Industriehaus, und das ist jetzt mehr handgefertigt. Handarbeit ist an beiden Häusern dran, und zwar in massivster Art und Weise. Und die einen Stämme werden eben mit Laser vermessen durch die Maschine gejagt, um einen Durchmesser zu erhalten, den man will. Und das andere ist ein natürlich gewachsener Stamm, wo die Rinde entfernt wird, mit verschiedenen, auf verschiedene Art und Weise. Und Handarbeit ist bei beiden Varianten vorhanden. Und die grundsätzliche Baukastenarbeit ist immer das gleiche. Jeder Stamm wird markiert, in welche Himmelsrichtung, in welche Lage er zum Liegen zu kommen hat. Und das Ganze wird im Industriebau genauso gemacht wie hier handgefertigt. Baukastenprinzip ist bei beiden Arten gleich. Die Stämme müssen an der richtigen Stelle zum Liegen kommen, sonst funktioniert das System nicht. Petra wärmt sich die Finger am Auspuff. Doch gut hier. Die Zwischenlagen hier vernünftig aus Hanf. Oder ist das, warte mal, das kann vielleicht Holger besser sagen, ist das ein Hanf oder ist das? Ist das. Vassili! Erdonas sto, Erdonas. Leon ili sto Erdonas? Etat Jut, also doch Hanf, also Hanf. Jut ist Hanf. Ha? Okay, das ist normal, eine Karosche, da, Karosche. Also wie es sich hört, vernünftig mit Hanf.
das Feld schön warm. Wird dann im Nachhinein, sieht man hier, das guckt noch ein bisschen raus, alles an der Seite hier, sieht man das so ein bisschen, nicht? Das wird dann alles nochmal schön gestopft, mindestens einmal beim Aufbau, wenn das Haus schon steht. Und dann nochmal, ich habe hier so ein bisschen, klein bisschen Erfahrung, habe ich gern, ein ganz kleines bisschen, nach ein paar Jahren, dann stopft man das alles nochmal nach. Hier gerade so die Ritzen nicht, die stopft man einfach nochmal nach. Sieht man ja nicht, ist hier drin hier. Das stopft man alles schön nochmal nach. Dann wird das ein richtig schönes, warmes Haus. Wenn das Haus dann gesetzt hat irgendwann mal, dann stopft man das nochmal nach. Jetzt sieht das alles noch ein bisschen wild hier aus. Nicht? Also das wird dann, wenn das Haus dann steht, wird alt ordentlich dann nach Absprache mit Birgit und mit Remo, wie den Überschnitt haben wir, wird alt ordentlich abgeschnitten denn hier. Und dann haben die noch richtig schön dann Feuerholz für den Kamin übrig. Mir gefällt auch sehr gut, wirklich. Also Qualität meiner Meinung nach als Laie. Nicht? Ich habe ja nur die Erfahrung, dadurch, dass ich halt zwei Häuserchen schon gebaut habe und zwei begleitet habe. Meiner Meinung nach von der Qualität ganz hervorragendes Holz. Im Winter natürlich geschlagen, selbstverständlich. Letzten Winter schon ein bisschen abgetrocknet. Holger sieht das deutlich mehr wie ich wahrscheinlich. Nicht? Guck mal hier mal messen, das hat ja auch irgendwie einen riesen Durchmesser hier, nur 36 halt. Fein, einwandfrei. So, hier sind wir gerade beim schönsten Regenwetter in Inutina. Die Jungs haben schon so drei, vier Lagen schon gelegt. Also die Stämme natürlich Monsterstämme wirklich. Also ich habe hier den schmalsten, den ich gefunden habe, war 29 cm Stammdurchmesser an der dünnsten Stelle. Ich kann mal hier messen, was der hier hat. Hier 31,5. Das ist schon ein kleiner. Dann gucken wir mal hier, was der hat. Ja, guck mal an hier. Bis zu 37 cm, also ist der pure Wahnsinn. Der älteste Stamm, was sie gefunden haben, 130 Jahre alt. Ist ein bisschen schwer mit dem, wir haben ein bisschen Probleme mit Elektrizität momentan. Die Spannung reicht nicht aus, die wir haben hier. Durch die Entfernung zur Steckdose muss ich mir morgen was einfallen lassen. Mal ein paar Flächen Generator stellen. Ich werde mit Jena sprechen. Ob der eine Möglichkeit, wenn ich einen Kaffee morgen mal schnell noch gehen. Ja. Sind jetzt so dritte Leutchen. Nämlich hier vorne sieht man sie. Arbeiten schön vor sich hin, zu dritt. Sieht gut aus, wirklich. Also mir gefällt sehr gut. Hauptsächlich Kiefer. Ein paar Tannen sind dabei. Relativ wenig, also wirklich vom Durchmesser her ganz hervorragend, riesig groß. Das wird ein richtig schön warmes Haus im Winter. Mal hier rum gehen. Hier ist dann hier Eingang zur Terrasse. Das wird natürlich auch noch hier ausgeklinkt, nicht? Ist das nur im Prinzip. Hier ist der Zugang zur Terrasse, wenn ich das richtig verstehe, bei Remo hier und bei Birgit. Und das wird natürlich hier, der Bereich wird dann im Prinzip, wenn das Haus dann steht und wird ausgeklinkt dann im Prinzip. Ja, noch viel Arbeit vor uns, oder vor uns nicht, vor mir ja nicht, aber vor den Bauleuten halt, vor Vassil und seiner Truppe. Nicht? Mal sehen, wenn wir das hier langsam und langsam hier halt hier oben hingeschäffelt bekommen. So, wir stehen jetzt am Kanal. Die Seite haben sie jetzt so gut wie fertig. Ist eine Wahnsinnsplackerei gewesen. Hier sind tausende von Eisen drinnen. Vorne geht er noch um die Ecke. Ist absoluter Wahnsinn. So, ein Haus, das von Bert, geht auch schon stramm nach oben. Dach ist uns so voll dabei. Und unser Haus wächst eigentlich auch schneller wie gedacht. Wir sind super zufrieden. Rüstung ist raus. Ist inzwischen auch gedämmt. Hier ist dann der Haupteingang. Geht Stück für Stück voran.
Petra versteckt sich da unten im Bad. Normalerweise arbeiten die Jungs alles nur händisch. War nicht so sehr begeistert, dass ich gesagt habe, Kran nehmen. Weil es sind alles drahtige Kerle, die kräftig sind. Aber spart ihm noch etwas Zeit. Wenn man genau hinguckt, sieht man, wie das Holz aufgebaut ist. Wenn man hier hinguckt, ist die Struktur etwas anders. Hier außen ist das weichere Holz, hier drin ist das härtere Holz. Das ist auch ein Zeichen, dass es sehr gutes Holz ist. Es ist wirklich der Kern in der Mitte, wie sie es gehört, nicht irgendwo am Rand oder raus. Mir wurde gesagt, dass dieses Kernholz in Runne wasserundurchlässig ist. Das ist eine natürliche Sperre. Hier sieht man die Jute wieder. Dieses Holz ist praktisch mit Hand geschält worden und dann gehobelt. In Amerika wird das alles gekerchert, um so wenig wie möglich Holz zu beschädigen, weil das Holz hat ringsherum eine natürliche Schutzschicht gegen Ungeziefer, was vom Prinzip so wenig wie möglich verletzt werden soll. In dem Fall ist es immer so ein, zwei Lagen, ich sag mal, beschädigt durch das Schälen und so, was beim Kerchern dann nicht mehr sein soll. Ab nächstes Jahr wollen sie dann probieren, das auch mit den Kerchern zu machen. Das ist es eben wichtig, dass es wirklich so wenig wie möglich beschädigt wird. Jede Lage, die einfach weggefräst wird, macht das Ungeziefer etwas leichter. Aber man braucht sich jetzt vormachen, selbst wenn hier Ungeziefer reingeht, unser ganzes Leben werden wir da durch keinerlei Nachteile haben, weil das Holz lebt auf jeden Fall länger. So, das ist der Haupteingang. Links geht's in den Flur rein. Unten die Balken werden noch ausgeschnitten. Die Tessor-Sensibilität. Rechts geht es in die Technik rein, wo die Treibungsanlage für Wasser und Aufbereitung alles drunter ist. Original hat man geplant gehabt, dort die Heizung einzubauen. Wir werden die Heizung separat in die noch zu bauende Garage reinsetzen. Und um auch die Garage zu heizen, das geht über eine Trasse dann rein ins Haus. Die Treppen werden geheizt, damit man als alter Sack im Winter nicht auf die Nase fällt. Also kommt eine thermische Fußbodenheizung drauf, die entkoppelt ist über einen Wärmetauscher zum normalen Kreislauf. Also das hier draußen ist dann mit Frostschutz gefüllt und wird etwa noch 8 bis 10 cm Treppenaufbau kommen und Belag etwa. So, wir stehen jetzt hier an der einen Terrasse. Es sind jetzt 7 Lagen liegen. Also entdecke ich mal, wenn ich jetzt hier außen stehe, bei 2,10 Meter. 13 Lagen wären es insgesamt, dann beginnt das Dach. Der Fußbodenaufbau kommt nachher PE-Folie rein, wo denn der konventionelle Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung reinkommt, thermisch, nicht elektrisch. Innen drinne ist auch überall Fußbodenheizung. Zusätzlich kommen Heizkörper rein. Bei den Russen ist es dann diese Komfortheizung, wie sie mal sagen. Es ist also keine reine Fußbodenheizung, man kann es komplett machen, aber es wird mit einer etwas niedrigeren Temperatur gefahren. Und der Heizkörper macht dann quasi die Temperaturerhöhung. Zusätzlich Kamin, der thermisch auch in den Heizkreislauf angeschlossen ist, also wasserführend. Man kann auch hier sehr gut erkennen, es sind 2 lange Dachplatten. Hier unten drunter ist
die Außendämmung. Darunter ist über 1 cm so eine Art wie Schaumgummi, sage ich mal. Dann der Opferbalken, der extrem dick ausgelegt ist. Hier drunter ist wieder diese Jute und dann der normale Aufbau oben drauf. Hier sieht man zum Beispiel einmal dieses Jute-Vlies, was zwischengelegt wird. Das ist jetzt ungefähr, wenn es lose liegt, 1 cm dick. Fest. Ganz feine Struktur. Das Haus ist definitiv dicht. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Auch von der Holzqualität, er hat hier wirklich mit Winterholz gearbeitet. Man sieht wirklich minimale Risse, es werden sicherlich noch mehr werden, ist auch normal. Ganz wenige Astlöcher, das ist halt ein Zeichen, dass wirklich alte Häuser, also alte Bäume verwendet werden für das Holz. So, die Jungs bohren jetzt immer von unten bis nach oben durch die Steigleitung sozusagen. Das ist ein 35er Loch, wo später die Kabel auch durchgeführt werden durch ein Leerrohr. Bei dem Haus sind das über 90, ich glaube 96 Steigleitungen, die gebohrt werden. Ist natürlich eine Höllenarbeit. Man hat schon gesagt, warum ich ein Holzhaus nehme, wenn das Haus nur aus Steckdosen besteht. Hier sieht man nochmal die Verkämmung. 1A saubere Arbeit. Und das Haus hat noch nicht mal die volle Last erreicht. Wirklich sehr gut geschlossen schon. Bei Bert ist ein Weichdach drauf, oder sogenanntes Weichdach. Da sind die Blumenschindeln. Sieht man die Unterspannbahn. Auf der Seite die Verkämmung. Dieser Querbalken wird noch ausgeschnitten. So, bei Bert geht es auch sehr schön voran. Das Dach ist weitestgehend drauf. Hier kommt ein sehr großes Fenster rein. Verkämmungen. So, das Haus bekommt insgesamt Abmittebalken 2 Meter Dachüberstand. Das heißt, dass von der Ecke etwa so 1,50 Meter, 1,60 Meter sind. Wetter ist nicht so schön. Trotzdem gleiche Temperaturen wie in Deutschland. Hier sieht man, der Wald ist wirklich sehr schön übersichtlich geworden. Die Russen reden inzwischen vom Park. Nächste Woche kommen die Jungs, fräsen die ganzen Stuppen raus. So, hier sieht man jetzt die Jute. Das ist zwischen jeder Lage. Und weil das wirklich sehr sauber alles gearbeitet ist, ist das Haus auch dicht. Die Verkämmungen sind auch sehr sauber gearbeitet. Das wird alles dann noch mit Jute von außen nachgestopft. Da gibt es zwei verschiedene Systeme. Einmal dieses Germetica und dieses Compact Germetica ist dann so eine Art Acryl-Sand-Gemisch, was zwischen gemacht. Inzwischen gibt es auch sowas wie Kork. Aber die Russen bevorzugen logischerweise Jute. Das wird dann hier
eingelegt oder vorgelegt und alles eingeschlagen. Und dann sind die Häuser auch wirklich 1A dicht. So, wir stehen jetzt bei unserem Haus. Sind jetzt hinten bei Reihe 7 und 8. Hier vorne sind sie bei 6. Geht also wirklich eigentlich schneller voran wie gedacht. Und was man auch sieht, es sind 1A saubere Verkämmung. Da muss man wirklich sagen, da ist die gute alte Handarbeit bewährt. Wir stehen jetzt hier auf so einer Art Zwischengerüst. Dürfte die deutsche Bauaufsicht nicht sehen. Aber hier ist das alles mehr eigenverantwortlich und es passiert auch nicht mehr. Hat euch unser Video gefallen, wäre es ganz toll, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt. Noch schöner ist es, wenn ihr Interesse habt, dass ihr unseren Kanal abonniert. Wir werden regelmäßig euch Videos reinstellen, wie es mit den Häusern weitergeht, den Innenausbau und später denn, das wird aber erst nächstes Jahr folgen, denn dieser ganze Außenbereich. Wie gesagt, es ist toll für euch gewesen, einen Daumen hoch und vielleicht auch abonnieren. Ich danke euch, bis dann, tschüss.